Herzlich willkommen zu meinem Review zu Tiki Wacker. Ja, bei Tiki Wacker handelt es sich um einen Jeslau Bobsled Coaster, der 2018 im Walibi Belgien eröffnet hat. Und das Layout bei Tiki Wacker ist, sagen wir, besonders, weil andere Bobsled Coaster, wie zum Beispiel jetzt Van Helsing's Factory im Moviepark, ist aber allerdings Indoor und nicht wie Tiki Wacker, aber ich schweife ab. Denn bei Tiki Wacker bleibt man fast durchgehend auf der Höhe von 21 Meter, nur gegen Ende kommen dann halt ein paar Durchfahrten und Wasser- und Bodennahe Kurven und Camelbacks und so und was. Auch nicht normal ist die Thematisierung von Tiki Wacker, denn die ist richtig cool und hat mich echt vollkommen geflasht. Auf jeden Fall kommt man halt erstmal durch so ein großes Eingangspunktportal, wo halt der neue Themenbereich beginnt, Exotic World. Der halt, weil durch Tiki Wacker wurde ein komplett neuer Themenbereich geschaffen. Und dann vor Tiki Wacker gibt es dann auch einen großen Eingang, wo halt Tiki Wacker steht, wen wundert's. Und dann geht es auch in die Queue-Line, die ist ganz nett gestaltet. Bis halt, dann kommt halt irgendwann Zickzack, was eher weniger cool ist. Aber da die Bahn hat halt so eine Hawaii-Hula-Thematisierung zusammen mit einer Renn-Thematisierung und das mit dem Rennen, das wird halt in der Queue dann aufgegriffen, weil da steht halt so ein Pokal und da wird irgendwas dazu gesagt durch Text und so. Und da ist auch so, ja, ihr seht es wahrscheinlich jetzt gerade, wo halt die Kinder dieses komische Ding da ein bisschen drehen können und halt diese Tiki-Figuren da halt anders aussehen dadurch. Und da steht dann noch so ein Rennwagen. Dann kommt man in die Station und die ist von außen auch echt für so einen kleinen Bobsled Coaster sehr groß gestaltet und aber auch verdammt geil gestaltet, weil von außen sieht die echt cool aus, von innen, ja, ist halt Holzhütte, ne? Ja, auf dem On-Ride sieht die Fahrt selber, gut, ich habe kein On-Ride, aber das, was ich gesehen habe, sieht die Fahrt selber sehr wobbelig und nicht sehr spaßig oder intensiv aus, aber in Wirklichkeit macht es doch schon Spaß, ist jetzt nicht, zählt sich zu meinen Lieblingsbahnen, aber ist echt cool die Fahrt, macht Bock, wobei am Ende bei den Camelbacks echt voll die Airtime-Fehlung, die Bahn viel zu langsam dort ist, also da fehlt halt echt so dieser Airtime-Charakter, den man sonst durch Camelbacks eigentlich haben sollte. Und nach den Camelbacks gibt es noch eine kleine Helix und dann reicht man auch die Schlussbremse nach diesen 564 Metern, was auch nicht wirklich viel ist. Und auch die Höchstgeschwindigkeit 55 km/h ist echt nicht hoch, aber für Familien ist es wirklich eine richtig schöne, coole Achterbahn, wie ich finde. Auf der Position, wo die Bahn jetzt steht, stand übrigens früher eine weitere Familienbahn und zwar La Coquinelle und das war ein Zierer Tivoli Small, der einfach mal 2 Meter hoch war, was echt krank ist von der Höhe. Und das ist auf jeden Fall viel besser, würde ich sagen. Vor allem auch thematisierungstechnisch ist Tiki Wacker sowas von geil. Aber ein ganz, ganz großes Manko, was ich bei Tiki Wacker habe, ist die Kapazität von nur 600 Personen pro Stunde. Und das Walibi Belgien hat ja so einen großen Masterplan, der auf der EAS in Berlin vorgestellt wurde. Und unter anderem ein Mega-Coaster 2021 öffnen will. Und dadurch hat man ja den Plan, dass immer mehr Besucher in seinen Park rein will. Und da ist es echt nicht schlau, so einen Bobsled-Coaster zu bauen, weil die Dinger von Natur aus echt keine große Kapazität haben. Und man hätte vielleicht irgendwie eine Doppelladestation bauen können oder so, um halt einfach die Kapazität zu erhöhen. Und so kommen halt schon ordentliche Wartezeiten. Auch sehr schön, wie ich finde, ist der von Imascore gelieferte Soundtrack zu Tiki Wacker, den man auch in der Warteschlange hört. Allerdings auch ein Manko zu der niedrigen Kapazität sind die Ausfallzeiten. Also bei meinem Besuch war es so, anfangs, wo ich da war, lief die Bahn, haben wir halt aber erstmal nicht gemacht, warum auch immer. Irgendwann war sie dann down und so gegen 17, 18 Uhr, gegen Ende, wo wir schon fast gehen wollten, sind wir noch